Legen wir los, Leute. Schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Pneumata. Ja, Folge 7, immer noch in den Kanalisationen. Allerdings, vielleicht verlassen wir die bald. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch gehen wird. Ob es da noch ein Kapitel geben wird? Wahrscheinlich schon, weil so schnell wird uns das Spiel wohl nicht loslassen. Meine Meinung zu dem Spiel sinkt von Folge zu Folge. Mal sehen, wo wir am Ende landen. Egal, wir legen jetzt einfach mal los, Leute. Und gucken wir mal, dass wir das Ganze hier zum Abschluss bringen. Los geht's. So, here we go, Leute. Wir sind wieder da. Ja, stimmt. Ich habe meinen Storage ja gar nicht überprüft das letzte Mal. Ja, wir haben ziemlich viel Schuss da noch verbraucht. Wir sollten ein paar Painkiller mitnehmen, glaube ich. Ein paar wenigstens. Ein bisschen Alkohol wäre auch mal wieder gut zu finden. Brauchen wir eigentlich den Bolt Cutter? Den habe ich die ganze Zeit dabei, aber ich glaube nicht, dass wir den wirklich brauchen. Tu mal den weg. So, das dürfte genügen. Vier Plätze ist okay. Ja, letztes Mal war crazy hier. Also, ich habe echt einen Lachkrampf gekriegt zum Schluss. Ja, was soll das? Okay, das Spiel fängt super an, findet ihr das? Komm schon. George. Das ist George. Was ist denn los? Warum steht einer hier vor der Tür? Obwohl wir hier letztes Mal... Und wieso lebt der noch? Wieso bewegt er sich nicht? Und was ist mit seinem Kopf passiert? Ey, ich weiß nicht. Vielleicht sind hier noch mehr, oder? Ich höre hier Geräusche. Was soll das eigentlich? Wir haben Saufi gekillt. Hat er das nicht gespeichert? Beutelschuss, Bro. Komm her. Aber vielleicht kommt einer. Ich wusste es. Ich wusste es. Ein Exploser. Ich habe irgendwas gehört. Ey, was ist hier denn los? Warum kommen so viele? Hä? Sind beide gestorben? Jetzt kommen so viele wieder. Was soll denn der Scheiß? Oh, das nervt, Leute. Muss ich mal sagen. Wir nehmen das Messer. Warte mal, wir können auch kicken. Wir können kicken. Yes. Oh, shit. Ah, na gut, wir haben viele Painkiller. Ist mega. Ich muss Munition sparen. Jawohl. Karate Master. Hä? Es klingt so, als wäre neben mir jemand, aber hier ist niemand. Was ist hier kaputt? Ey. Mein Gott. Hä, was ist denn das? Warum sind so viele Gegner hier? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Karate Master. Wie geil war das? Wir sparen noch weiter Munition. Da ist noch einer. Oder zwei. Ich hoffe nicht mehr. Okay, es sind zwei, geil. Warum kommen die eigentlich nicht? Wieso sind die so doof? Was ist hier kaputt, Alter? Was ist hier los? Ist das eigentlich noch vom letzten Mal, dass da die Gegner getriggert wurden? Weil das letzte Mal kamen ja so fünf dieser Elite-Gegner. Es waren fünf dann tatsächlich. Hä, wo ist dieser Typ? Oder ist der in diesem Raum hier gespawnt? Den es nicht gibt. Ich glaube schon, oder? Hier ist irgendwie ein Zwischenraum, da wo man nicht hinkommt. Wie auch immer, es ist langsam echt egal. Wow, jetzt kommen sie doch. Na, komm her. Und kicken, Mann. Karate Master. Boom. Stomp die Scheiße weg. Und weg hier. Der lebt noch. Karate Master. Karate Master. Lebt er noch? Oh, du bist aber jetzt prädestiniert, Alter. Scheiße, komm jetzt. Es geht so nicht. Es geht so nicht. Dieses Spiel. Alter. Okay, ich hol mir wieder Painkiller. Okay, was zum Teufel? Ja, super, ne? Die Painkiller werden verbraucht. Oh mein Gott, was ist das für ein Anfang? Ist das normal? Ist das verbuggt? Was ist hier los? Ich kann es nicht sagen, Leute, aber ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel verbraucht durch die ganze Kacke. Ich hätte vielleicht das ein bisschen ernster nehmen sollen. Ich will das Spiel ja immer noch schaffen. Sag mal, was zum Teufel ist hier los? Ich muss hier weg. Oder hören wir das über die Lautsprecher?
Kann es sein? Ich glaub's nicht. So clever ist das Spiel auch wieder nicht. Okay. Wo wollen wir hin? Zur Brücke, nicht wahr? Ich hoffe, dass die Gegner nicht respawnen. Ey, das wäre echt wild. Vielleicht war es aber wirklich noch vom letzten Mal. Ja, genau. Nö! Alter, was? Ich verbrauche zu viel Zeug. What the shit? Wo ist mein Messer? Es wurde gerade abgewählt. What the shit? Warum wurde es gerade abgewählt? Habe ich es verloren? Hä? Ist es kaputt gegangen? What? Okay, dass das geht. Alles klar. Das heißt, wir brauchen die Pfanne. Okay, das war ein sauberer Headshot. Schaut mal, die Gegner sind da. Die sind wieder da. Was für ein Witz ist das bitte? Wenn jetzt noch die Elite-Gegner da sind, ist echt alles shit. Alter, was ist los mit diesem Game, Alter? Oh, das ist ja jetzt echt nervig. Da war's. Hey. Oh Mann, Alter, das ist schon nicht mehr lustig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Munition. Ach, leck mich doch. Jetzt brauchen wir sie doch, oder? Ja. Ja, ein bisschen was hebe ich mir aber auf. Ja. Was ist denn eigentlich mit den Rohrstangen? Kann man die vielleicht sogar als Waffe benutzen? Ist mir so gekommen. Momentchen. Kann man die benutzen? Ich glaube schon, ne? Ja, kann man. Vielleicht sollten wir das auch öfter machen. Scheiß auf die Pfanne, ey. Die ist ein bisschen lahm. Wie schlägt er zu? Ja, okay, es ist schon besser, auf jeden Fall. Als die Pfanne, denke ich. Oh mein Gott. Ja, ich höre es die ganze Zeit. Die sind jetzt komplett überall. Ist ja geil. Oh mein Gott. Und hier ist so ein Mitarbeiter im Schutzanzug. Wie geil ist das denn? Da. Aber er war ja nicht alleine, nicht wahr? Dieser Schrei, Alter, das ist doch nicht mehr feierlich. Hallo? What the shit, Alter? Turbo Beutel King! Ich glaube, er ist alleine, können wir raus, oder? Ich habe nur Angst, dass sie mich wieder umzingeln. Ups. Verprügeln wir mal. Boom, Alter, zerschlagen. Ach komm, hier sind noch mehr. Ja, genau. Das sind sie wieder. Die sind wieder da, die komischen Elitos. Genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Ich muss dahinter. Hesse Witz, oder? Dass die jetzt wieder da sind. Dieses Spiel nervt. Du hast ja voll viel Munition daran verschwendet, dann sozusagen. Da, da kommt er. Da kommt der Runner. Running Man. Ich muss tatsächlich... hat er mich erwischt? Oh. Vielleicht können wir ihn aber auch ein bisschen schießen, damit wir nicht so viel verbrauchen. Ja, so ein bisschen. Ja, muss ich machen, ey. Muss ich leider jetzt machen. Das so doof ist. Ja, das Spiel ist ja so doof. Dann kann ich das vielleicht schon schaffen. Ja, sehr gut. Ohne zu verbrauchen. Aber da ist ja noch einer, nicht wahr? Aber die Metallstange, die gefällt mir. Da ist noch einer. Da ist er! Da ist er! Ja, genau. Zerschlagen. Nein, das ist einfach nur furchtbar, was hier passiert. Kann ich die Bandagen benutzen? Wie kann ich denn auswählen, welche Heilung er nehmen soll? Das kann ich ja gar nicht. Wir haben nur noch 54 Leben. Geil. Ey, die sind alle respawned. Was ist das für ein Mist? Ey, das ist wirklich frech. Das ist super frech hier. Okay, hier ist wenigstens kein Geräusch mehr. Die Leiter ins Rohr. Okay, können wir das jetzt machen? Ey, jetzt geht's, weil wir das Wasser hochgefahren haben. Checkt mir das? Nö. Aber egal, wir kommen weiter. Ey, die sind halt wirklich, glaube ich, alle da. Da unten laufen sie auch wieder rum. Das ist... Ey, ist das ein Bug oder ist das ein Scheiß? Okay. Okay, geil. Oh, Cutscene. Naja, ich kann mich ja mal kurz wegdrücken. To get my hands on one of those tanks, I have to finish what Peter started.
That's where I need to go next. The detention center. Na, fandet ihr das nicht auch sehr dramatisch hier jetzt gerade? Das war doch super dramatisch. Unlock. Das funktioniert nicht. Das ist aber auch der einzige Schlüssel, den wir haben. Okay, wir müssen dahin. Hier ist ein Explosive Fass. Warum auch immer. This place is a goddamn maze. Da sind wir. Oh mein Gott, das ist sehr groß. Oh mein Gott. Okay, okay, wir sind in einem neuen Gebiet, im Detention Center. Speicherraum erstmal, das ist gut. Was steht hier? Moment, hier steht der Code. 88-13-5, nur die Frage ist, kriegen wir das hin? Was steht hier sonst? Ah, die Schlüssel sind im Safe. Ah. Ah. Was? These have been placed where they belong. With Sheila at the receptionist desk. I need this mess cleaned up before I get back. Irgendwas von Unordnung. Aber für uns ist eigentlich nur wichtig, der Code. Wie war jetzt nochmal? 88-13-5. Mal sehen, ob es funktioniert, oder? Jetzt geht's wieder los. Es hat funktioniert. Wie kann das sein? Oh, egal, komm. Nein. Okay, wir müssen es nochmal machen. Was machst denn du da? Ach du Depp. Ja, okay, ich gehe wieder auf 88. Es muss wohl sein. Wenn ich X drücke, registriert er das schon irgendwie. Das könnte klappen. Okay, ich habe schon gecheckt. Er gibt dir nur keinen Hinweis darauf, was du hier eigentlich tust. Das ist das einzige Problem. Wisst ihr was? Wir müssen uns heilen. Das hilft einfach nichts. Jetzt hat er die Bandage genommen. Das ist gut. Ey, das ist ausnahmsweise mal gut. Okay, Storage mal kurz überprüfen. Ja, die Pipe behalten wir. Die Nails tun wir weg. Ein Painkiller tun wir weg. Wir bräuchten mal Alkohol wieder. Wir haben so viel solche Cloths und könnten uns einige Bandagen bauen, aber wir haben keinen Alkohol leider. Bisschen schade. Okay, jetzt weiß ich, wozu die Rohre gut sind. Tja, wir sind schon da. Okay, krass. Wie viel haben wir jetzt? Da ist Alkohol. Wie geil. Aber ich glaube, wir werden es gebrauchen können. Wenn ich mir das hier so anschaue. Das Bad. Okay, Gras. Das ist Gras. Ich glaube, die Bad ist auf jeden Fall besser als... Möchte ein Schwein? Oh mein Gott. Was wird da kommen? Die Bad ist auf jeden Fall besser als das Rohr, denke ich mal. Okay. Cloth. Okay, behalten wir hier. Dich tun wir mal rüber. Wir holen uns noch ein Cloth, weil wir haben ja zwei Alkohol. Das heißt, wir müssen erstmal split. Ja, eins. Und das tun wir rüber. Halt, Dummi, dahin. Ja, so können wir es lassen, weil die Bad nehmen wir ja auch noch mit. So, Moment, wir machen jetzt mal Combine. Sehr gut. Und jetzt Bad. Das ist lustig. Okay, die ist automatisch ausgerüstet. Okay, mal sehen, wie schnell sie schlägt. Ziemlich schnell. Ja, ist schon besser. Okay, United States of America. We are ready. Okay, gehen wir. Scheiße, noch schnell speichern am besten. So, speichern. Und dann können wir weitermachen. Ich habe schon richtig Lust zu sehen, was hier noch passieren wird. Oh mein Gott. Okay. Oh nein. Na also. Okay, aber jetzt. Ich glaube, hier wird's übel. Oder? Vielleicht viele Gegner, wenn wir Pech haben. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob sowas wie Sneaken hier funktioniert. Gott, ist hier viel Blut. Alkohol. Schon wieder, okay. Ich hab danach gefragt und schon kommt es.
Ich meine nichts dagegen. Machen wir uns noch eine Bandage. Scheiß drauf. Splitten wir das auf in eins. Holen wir das eine rüber. Hopp, hopp, hopp. Nein. Ah, wir können ja gleich kombinieren. Hä? Kombinieren, oder nicht? Ach so, es geht nur, wenn sie beide in einer Bag sind. Alles klar. Das heißt, hier können wir kombinieren. Okay, alles klar. So, jetzt aber. Vielleicht. Ich werde deswegen jetzt auch nicht großartig schleichen, weil ich glaube, es hat überhaupt keinen Wert, oder? Okay. Das Setting ist ja gar nicht mal so schlecht hier, muss man sagen. Hier ist ein totes Schwein und Explosivfässer. Es kommt was. Oh. Willst du wirklich aufmachen? Oh shit. Hä? Ratten? Spinnen! Jetzt kommen Spinnen. Oh mein Gott! Jetzt kommen auch noch Spinnen. Jetzt müssen wir auch noch darauf gucken. Oh. Aha. Oh, das steht okay. Ich will mich dem Ding nicht nähern. Das macht ja immer Damage. Haben wir viel Damage bekommen? Nee, nicht viel. Die Spinnen machen nicht viel Damage, Gott sei Dank. Aber wenn es viele sind, Explosive was? Oh mein Gott, eine Spinne. Die kann man, glaube ich, gut zertreten. Die sollte ich lieber so stompen. Ah, da kommt einer. Vielleicht. Ja. Okay, nö. Da sind wir also. Okay. Scheiße. Naja. Oh. Alter, was soll der Shit? Oh, Moment, die stoppen wir. Die stoppen. Sehr gut. Was zum Teufel ist das? Nee, ist schon wieder. Boah, wie viel Zeug. Okay. Vielleicht brauchen wir das auch. Da war nichts drin. Sag mal, ist es so laut? Ich muss leiser machen. Ey, dieses Spiel, ne? Ey. Okay, das ist aber geil. Wir haben jetzt wieder Bandagen. Das war ja das, was wir echt jetzt gebraucht haben. Also cool. Bin ich blind? Wo ist denn hier Storage? Nee, das ist ja gar kein Speicherraum. Ich dachte wegen den Pflanzen, aber es ist ja gar kein Speicherraum. Kommen die Spinnen irgendwie von oben? Ach du Scheiße. Okay, das ist ja Wahnsinn, da durchzugehen dann. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier aufsprengen sollen. Wie kommen wir rüber? Müssen wir noch schauen. Okay, wir müssen hier lang. Painkiller. Immer gut. Ich fühle mich mit dem Baseballschläger nicht ganz sicher. Jetzt los. Du schon wieder! Painkiller Bat! Wir zerstören ihn damit. Was zum Teufel? Warum lebt er noch? Und warum habe ich diese Waffe? Ich wollte sie nicht haben. Hab ich zufällig da hingedrückt? Okay. Fuck, die Bat hat ihm überhaupt nichts gemacht. Außer haben wir schon wieder irgendeine Trophy bekommen. Hey, Hilfe! Wer hat er mir Schaden gemacht? Naja, das Healen hat schon wieder geholfen. Ah, Junge. Was ist eigentlich das Inventory da links? Das habe ich irgendwie bis heute nicht gecheckt. Halleluja. Warum habe ich die Nails dabei? Ja, wir nehmen die Pistole. Es ist einfach ein bisschen zu krass. Was ist denn hier? Oh, da können wir bestimmt das Tor öffnen. Das machen wir jetzt noch nicht gleich. Ah, shit. Lockpick haben wir nicht. Shit.
Schade, schade, schade. Kann ich mit den Nägeln? Nee, oder? Ja, dachte ich mir. Aber gut. Sind doch so ähnlich. Nee, geht nicht. Ich will erstmal dahinter schauen. Hier sind wir hinter und dann kam dieses Ding irgendwo raus. Hier ist noch einer gleich. Hier ist irgendwas zum Anhören. We're returning to the island to gather more samples. We've been holding round-the-clock observations for over 60 days now. We're starting to see signs of activity within the masses of dead specimens. Ja, die haben an Toten diese Versuche gemacht. George wants us to keep things quiet for now. He doesn't want to blow the whistle on this yet. Okay, der wird das alles noch im Geheimen halten, was sie herausgefunden haben. Und nicht an die große Glocke hängen. Bottle? Wahrscheinlich auch zum Kämpfen. Was? Red, Blue, Orange, Green? Moment, Moment. Red, Blue, Orange, Green. Ist nicht durchgestrichen. Was steht hier? Kann ich irgendwie... Jetzt kann ich. Deactivated. What? Hallo? Mal auf jetzt hier. Back. Gehen wir an die Systems. Wenn wir nichts machen. Gehen wir an die Mails. Aha. Okay, das machen wir auch ein bisschen schneller. Ich lese mir kurz durch. Aha, we're on piggies. Aha. Ja, irgendwas über die Schweineschwimme. We're no longer going to be sharing the code to the cell block. Okay. Sie werden die Zellblöcke nicht mehr den Code teilen. Wenn du Zugang willst, dann musst du Wesley finden, der dich dann reinlässt. Okay, vielleicht finden wir ja Wesley. Aha. Ich habe den Code an bestimmten Urinalen hingeschrieben. Im Duschraum. Aber du musst in das Office kommen, um die richtige Reihenfolge zu finden. Aha. Und hier ist nochmal der Code. What? Keep me out of this. Also wegen dem Code halt. Also Access Card und Code. Vielleicht ist das der Code. Red, Blue, Orange, Green. Könnte sein. Wir können aber auch noch in die Shower schauen. An die Toiletten, falls wir die finden. Was haben wir hier? Ist da irgendwas? Ein Brief. Oder ne? Hä? Warum duckt er sich so hin, wenn da nichts ist? Ey, das kann mir echt keiner erklären hier, ne? Ah, sehr schön. Wir haben wieder was gefunden, was wir kombinieren können. Hier. Dafür braucht man den Code. Wollen wir das schon öffnen? Ich glaube nicht. Hier ist wieder ein Rohr. Nicht, dass wir es brauchen. Ich mach mal Licht hier. Also gut, ich will mir mal den Code wenigstens mal anschauen. Ach so, aber... okay, wir müssen in die Duschen gucken. Ja, ist doch jetzt wurscht. Nerv nicht mit deinem blöden Ding. Hier ist bestimmt irgendwo was. Ich höre es die ganze Zeit hier keuchen. Gut, das hat nicht immer was zu bedeuten, aber... wie wir hier wissen. Ja, wir müssen, glaube ich, den Hebel drücken. Wir haben ja alles angeguckt und einen Code haben wir noch nicht bekommen. Wenn wir den Hebel drücken, kommen diese lustigen Leute da. Vielleicht können wir sie da hinlocken und dann explodieren. Ey. Vielleicht. Something's missing. Echt, ja? Something's missing? Strom oder was? Ich meine, hat nicht reagiert, ne? Was haben wir denn gemisst? Okay, nochmal schauen. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ich sehe nämlich nichts mehr. Aber okay, schauen wir mal. Ja, die haben hier auf jeden Fall was. Das können wir nicht öffnen. Boah, wie viel sind hier drin halt? Schaut mal. Da ist schon einer, der hier rumwackelt. Das Rohr brauchen wir nicht. Ah, so viel sehe ich aber hier nicht mehr. Ha. Wir sind hier, die Showers sind ja auch gleich hier. Moment, dann gucken wir mal in die Showers. Vielleicht
finden wir irgendwas. Autsch. Wieso ist meine Lampe schon wieder aus? Wahnsinn. Das kann ich nicht lesen, leider. Oh, eins. Oh. Oh, Moment. Zwei. Oh Gott, welche Reihenfolge? Wie war das? Red? Oh mein Gott. Ist das wirklich so ein Rätsel? Ich weiß es nicht sicher. Vier. Ist grün. Ah, okay. Okay, es ist schon das. Okay, ich muss es mir, glaube ich, aufschreiben. Das kann ich mir nicht merken sonst. Ich habe jetzt schon wieder den Code vergessen, aber ich glaube, so löst man das. Wartet mal. Ich gucke nochmal ganz kurz dahin. Habe ich da schon nachgeschaut? Warum kann man das öffnen? So selten ist da was drin. Oh. Nervig. Ja, bip, 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 bip. Halt. Hier. Also, wartet mal, das muss ich mir aufschreiben. Also, rot, blau, orange. Das wird aber schwer, bei diesem Licht das auseinanderzuhalten. Blau, orange und dann grün. So. Dann müssen wir uns die Zahlen dazu schreiben. Okay. Ist das rot? Oder orange? Ne, das ist die Frage. Das ist schon rot hier, oder? Es ist schwer zu sagen, wir müssen es probieren. Ich denke, es ist, das ist rot. Und orange ist das hier. Ja, ich hoffe es. Okay, dann haben wir die grüne gesehen, quasi. Nicht. Blau ist auch eins. Echt jetzt? Okay. Es war eine 4, glaube ich, oder? Haben wir das nicht so gesehen gerade? Aber ich will sicher gehen. Ich will jetzt nicht rumraten, dann ewig. Dann schauen wir mal, was da drauf steht. Dann sehen wir ja schon. Da, 4, genau. Ja, mal sehen, ob das stimmt. 1, 1, 2, 4. Let's see, let's see. Ne, laufen wir diesmal anders. Scheiße. Das wird lustig. Wenn das stimmt. Das ist richtig, okay. Wir haben es gut gemacht. Ja? Und jetzt kommen die Monster. Was ist denn hier los? Painkiller, okay. Ja, ja, okay, hier sind Gegner. Ich wünsche, ich hätte eine Granate. Schaut mal, wie viele Gegner das sind. Hä? It's not possible. Ich kann nicht alle machen. What? Kommt doch mal. Jetzt kommen sie. Ja, das, wir cheesen die jetzt einfach, oder? Ja, genau. Perfekt. Komm mal her da. Komm mal her da. Your weapon broke. Das hat ja lang gehalten, ey. Hey, wo ist mein... Geben wir mal die Pipe, Bro. Wir haben einige Pipes. Die verbrauchen wir jetzt. Die werden alle zerbrechen wahrscheinlich. Ja, und dagegen, was da geht. Ist mir so egal. Okay, wir haben schon ein paar Fisch. Ne? Die halten gar nicht so draus. Wir haben den überlegenen Spot. Ich meine, erwarten die echt, dass ich hier durchrenne oder was? Boah, das waren schon einige, aber da kommen bestimmt noch mehr. Wohin rennst denn du, Alter? Ich finde diese Rennanimation so geil. Das sind Schweine hier, eindeutig Schweine. Da kommt er. Running Man. Schaut mal, wie das Blut hier ausschaut. Alter, steht. What? I broke my weapon. Hat er mich erwischt? Aber my weapon is broke. Tja, wir haben noch viele Pipes. Gut, dass wir die alle mitgenommen haben. Es ist mir so egal. Ich ziehe das jetzt so durch. Ey, bevor wir hier so viel Munition und Ressourcen verschwenden. Klar, wir haben auch viel bekommen, aber no way. So, scheiß drauf. So, wir haben ja sogar noch unsere Pfanne, Leute. dahin. Müsst ihr eh nicht lang machen, tippe ich mal. Es wurde nicht automatisch ausgerüstet diesmal. Komisch, ne?
warum die Lampe immer wieder ausgeht, verstehe ich gerade auch nicht. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Halt! Das Gepiepe nervt langsam. Ja, slowly but surely, wie man so schön sagt. Hallo! Oh, jetzt müssen wir aber wieder ausrüsten. Okay, und es geht weiter. Deine Freunde, möchtest du dich nicht zu ihnen gesellen? Oh, da ist er. Erledigt. Was ist denn das für ein Matsch an Grafik, den wir hier sehen teilweise, ey? Das frage ich mich halt wirklich. Dieses Rohr ist so stark. Kommen noch welche? Wahrscheinlich schon. Da sind so viele. Oh, da kommen sie! Am besten wir machen alle, ist doch echt wahr. Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Oh, du gehst einen tollen Weg. Ja, ist ein bisschen lame, Leute, aber komm schon. Ist mir egal. Wir müssen surviven, ne? Was macht man nicht alles, um zu surviven? Ich meine, das ist hier kein Souls-like. Machen die jetzt einfach mal ein paar kaputt hier. Okay, ich sehe da noch zwei mindestens. Was sind das für eine? Ist das ein anderer? Der sieht normal aus. Hallo? Wie die voll zerstört werden. Oh man, Alter. Das ist so ein Exploser, oder? Das ist kein normaler? Was ist denn das? Schweinskopf. Alter, was bist du? Der hat ein Gesicht am Bauch. Was? Dein Ernst? Nein. Boah, das war knapp. Der hätte mich fast erwischt. Aber jetzt bist du erwischt. Nein! Boah, in die Eier. Andererseits, wir können den jetzt auch mal erschießen. Hey, jetzt reicht's mir. Hey, Schweinsgesicht, komm mal her. Dreh dich um. Alter Schmiede. Okay. Ich dachte schon, er wird es nochmal überleben. Wir brauchen aber eine Nahkampfwaffe. Ich muss mir wieder was holen. Boah. Vielleicht diesmal die Pfanne, aber die ist so super schwach, ne? Im Vergleich zu der Stange, dass ich mir, ich denke, ich weiß nicht. Aber die Stange nimmt halt viel mehr Platz weg. Aber die Stange wird eh wieder kaputt gehen. Wahnsinn. Es ist schon wieder so eine Aufnahme. Warum habe ich überhaupt noch die Nägel drin? Tun wir die mal weg. Nein, ich muss... Ich vergesse immer, was ich drücken muss. Ey, das ist so komisch. Okay. So. Nein. Gut. Die hier würde ich jetzt tatsächlich... Und den Rest würde ich mal wegtun. Damit wir einen Platz mehr haben. Okay, gut. Okay, gut. Er hat es wieder nicht automatisch ausgelöst. Das ist komisch. Manchmal macht das, manchmal nicht. In letzter Zeit nicht mehr so. wir müssen das wohl tun. Okay. Nein. Ich gehe wieder dadurch. Okay. Alter, wie viel Leichen. Naja, wir haben ein bisschen aufgeräumt hier. Da könnte man hoch, aber das mache ich jetzt nicht. Was zum Teufel? Ist das eine Puppe oder soll das einen Menschen darstellen? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es soll einen Menschen, eine Frau darstellen, aber es sieht aus wie eine Puppe. Ein bisschen Blut hingeklatscht. Alter, was ist los mit euch? Alter, die glitschen sich hier durch die Gegend, ey. Ich glaube, die machen jetzt einfach so schnell. Ja, okay, schnell ist gut. Der ist, der hat toll ausgeholt. Boah, aber wir verprügeln die mit dem Rohr wie bis zum geht nicht mehr. Oh, wartet mal. Hätte ich mal früher machen sollen. Verdammt nochmal. Ist das der letzte? Ich hoff's mal. Natürlich sind hier noch mehr, aber wenigstens in dem Bereich oder so. Nicht, dass sie mir in den Rücken fallen oder so ein Scheiß. Wenn die Zellen alle aufgehen und überall sind welche drin, sind wir verloren. Vor allem, du weißt ja, ne, wie hier das Spiel einen einschließen möchte. Und jetzt schnell zerstören, die Typen. Wow.
Bam, bam, bam. Sehr gutes Rohr. Sehr gutes Rohr. Okay, wir haben die ersten. Nur weißt du, wenn dann wieder die Gegner respawnen, was haben wir dann geschafft? So wie in einem anderen Bereich? Dann haben wir gar nichts geschafft. Ich hoffe nicht, dass sowas passiert. Okay, das ist hier ein ordentliches Gefängnis, so wie ich das sehe. Ganz normale Zellen, ganz typisch aufgebaut. Okay, wir kommen hier nicht hin. Es gibt, glaube ich, auch nur einen Weg, so wie ich das dann gesehen habe. Nämlich der hier. Dann müssen wir in den oberen Bereich. Geil. Vielleicht kommen wir dann auch nicht mehr runter. Mal sehen. Schweine sind hier. Schweine gefüttert? Alter, was zum Teufel? Es ist schon ein bisschen eklig und verstörend. Mal ganz unabhängig davon, wie scheiße das Spiel ist. Dass ich das so klar sage, aber es ist halt so. Wäre das vielleicht kein schlechtes Setting halt, ne? Okay. Wir müssen hier lang gehen. Danke für den Pfeil, wer auch immer ihn hingezeichnet hat. Gibt sehr viel Sinn. Was denn? Was ist los? Was ist los? Ey, irgendwas ist passiert. Ach, es ist wohl runtergefallen, oder? Ja. Panik, aber wir waren schon drüben. Oh. Der Schock hat ja null funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir kommen hier rüber. Eieiei. Was hast du denn für mich? Painkiller, okay. Und hier? Radio? Ja, Safe Room, geil. Okay. Listen. Was gibt's hier zu sagen? That's right, Jimmy. I had completely forgotten about that. Hey, die haben, glaube ich, drei Synchronsprecher. It was the superstitious folks in Whittaker and the rest of the county. A family was murdered near the dam. Now, it didn't happen in Milton. But people thought it must have been some of the hicks that done set up their trailers on the main road. Gave the town a permanent bad name. That really just sealed its fate. You're not allowed to be here. Ah, ja. Ey, wir haben so viel. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir, oder was? Eigentlich dürfen wir. Genau, wir sind da oben. Richtig. Wir waren bei den Showers, da sind wir rübergekommen. Waren hier im Büroräumen, sind jetzt durch das Ding und jetzt kommen wir hintenrum wieder rein. Ja, das passt schon. Aber Moment, erstmal in diesen Raum schnell schauen. Aha. Hier gibt es auch noch irgendwas. Wir haben ziemlich viel Patronen jetzt. Und vor allem ziemlich viel auch von der hier. Habe ich aber nichts dagegen. Ich spare mir die auf. Push. Push. Nix. Ach, Scheiße. Wir müssen uns heilen. Das war ein schöner Schuss. Wir müssen ihn schnell killen. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Boah. Okay, in einer bösen Ecke wohl. Okay, ich kann das nicht lesen, solange wir nicht sicher sind. Alter, wie viel Health haben dieser Typ? Haut ein bisschen sehr heftig rein. Kann das sein? Wie viel heilt uns eigentlich das Ding? Es heilt so gut. Die Painkiller sind ja wahnsinnig gut. Okay, was steht hier? The angels demanded sacrifice. I was still lost, but I was getting close. For nearly a moment, I almost forgot what brought me here. A package in the dead of night. It seemed awful convenient and like poor writing. How did I really end up here? Er mitleidet sich ein bisschen selbst sozusagen halt, ne? Das kann man zusammenfassend sagen. Hä? Okay, wo zum Teufel bin ich? Hier. Und hier ist eine Brechstange, die ich nicht benutzen kann. Oh mein Gott, wir haben wieder irgendwas ausgelöst. Ohne uns gut umzuschauen, verdammt normal. Und gespeichert habe ich auch nicht.
Bitte lass jetzt keinen Scheiß passieren. Ach so, Brechstange. Ja, dachte ich mir schon. Wir gehen zurück. Wir müssen zurück, weil ich will in den Safe Room. Ist hier überhaupt irgendwas? Warum zum Teufel macht ihr sowas? Hier ist gar nichts. Wo war jetzt nochmal der Safe Room? Da hinten, ne? Oh mein Gott, bin ich weit weg von meinem Ziel. Wir nehmen die Brechstange. Ich glaube, die könnte sogar besser sein als jetzt das Rohr. Mit. Das heißt, ich tue jetzt mal ein bisschen was weg. Ja, die Painkiller sind sehr, sehr, sehr gut. Aber ja, die tun wir zum Beispiel jetzt mal weg. Dahin. Wir tun einen Painkiller weg. Und wir nehmen den hier weg. Dann haben wir noch was in der Hinterhand. Warum nicht? Die Brechstange könnt ihr auch nur... Ja, die wird auch zwei Plätze wegnehmen. Das wird aufs Gleiche hinauslaufen. Scheißegal. Passt schon. Es sieht okay aus. Ich speichere mal kurz, bevor wieder irgendwas passiert. Ja, okay. Wir kommen aber voran wenigstens. Aber wir müssen bald aufhören. Ich hole mir noch schnell die Brechstange. Guck mal nochmal ganz kurz, was die Optionen sind. Wir müssen aber dann langsam zum Ende kommen. Wir sind hier leider nicht ganz durchgekommen. Das Spiel hat mich heute wieder mal überrascht. Es ist schon ein sehr lustiges Spiel, finde ich. Vom Horrorfaktor ist halt nicht viel geblieben. Ist hier eigentlich noch ein Weg? Nee. Ist einfach nur Sackgasse. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind hier komplett richtig. Hier können wir dann die Brechstange mitnehmen, endlich. Rüstest du die? Die rüstet der automatisch aus. Seht ihr, was ich meine? Voll weird. Oh, shit. I think it's over, bro. Was ist das? Inspect. Armory keys. In the safe. I'll get the explosives. Haben wir schon. Elevator, da müssen wir hin. They were attached. Was? Okay, was sagt uns das Journal nochmal zum Schluss? Find the dynamite. The dynamite is one of these cells. Zelle 20. Okay, da müssen wir da hinten. Danach hin. Ich will nur schnell sehen, was hier noch steht. Systems. Gate Control. Deactivated. Wenn ich das drücke, passiert was. Ja, das machen wir am besten nicht jetzt. Oh Gott! Okay, Leute, das ist zu lange. Wir müssen ja zum Ende kommen. Ich kann das nicht alles lesen. Ich glaube auch nicht, dass es so wichtig ist. Aber Zelle 20 vielleicht, weil da müssen wir hin. Ja. Ja, das ist das, dass die Explosives da drin sind. Das ist alles. Ja, es steht nichts Genaues. Irgendwie hat ein Plan oder so, aber es steht ja nicht da, welchen und so. Okay, dann Strange Behavior und sowas. Ja, hier kann man raus. Ja, aber das machen wir alles nächstes Mal, bevor es jetzt hier wieder losgeht. Ich frage mich, ob diese Schweine auch irgendwann zur Gefahr werden. Speichern wir nochmal ab. Krass, heute ist aber irgendwie die Folge sehr schnell vorbeigegangen. Es war die ganze Zeit irgendwas los. Aber ich weiß nicht, Mann, Low. Es ist schon auch ziemlich ärgerlich, was teilweise passiert. Dass die ganzen Gegner respawnen halt, ja, voll weird. Und außerdem, können wir das nicht aufmachen? Ich weiß es nicht. Sollen wir es nochmal testen? Okay, es geht noch nicht, noch nicht. Wir müssen also weiter dem Weg folgen. Ich speichere mal. Okay, Leute, das war's. Not a prophet. Alles klar. Das war's mit dieser Folge. Ja, es wird wohl noch ein bisschen dauern. Wir müssen erstmal durch dieses Detention Center. Schauen wir mal, Leute. Wir werden es sehen. Ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Peace out.